Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Infovideo auf meinem Kanal. Und zwar geht es mir ganz speziell darum, dieser rote Balken da und das, was da drin steht. Ich hoffe, es ist gut zu lesen für euch, weil das ist eigentlich normalerweise mein kleiner Pausenscreen, den ich hier zeige aus den Streams. Und zwar genau die Streams. Die 500 Follower wurden letztens geknackt und da möchte ich euch jetzt mal ein bisschen auf ein paar Sachen hinweisen, denn das steht den nächsten 12-Stunden-Stream an. Und zwar geht es mir speziell darum, ich wechsle mal die Szene, es wird vielleicht jetzt ein bisschen hell. Aber es geht noch, ne? Und zwar auf meiner Kanalübersicht wisst ihr ja hoffentlich schon, ihr findet sowohl hier, wo Veröffentlichungsplan steht, als auch in der Kanalinfo, bisschen weiter runter, auch nochmal den Veröffentlichungsplan. Wenn ihr in diesen Veröffentlichungsplan reingeht, jetzt bin ich doppelt drin, Moment, es wird hell. So, wenn ihr da reingeht, da wisst ihr ja eigentlich, hoffe ich zumindest, also einige von euch vielleicht noch nicht, weil sie neu sind, dass ich hier so eine Art Kalendersystem habe. Und da habe ich jetzt ein paar neue Termine eingetragen und zwar Termin Nummer 1 hier hinten in der Infozeile sozusagen. Warum ist eigentlich nicht hier oben fixiert? Das habe ich doch eigentlich mal fixiert. Das mache ich nochmal nachträglich. Okay. Und zwar hier hinten in der Spalte I. Info, Abstimmungsstream. Toll. Hm? Wer schreiben kann, ist ein Vorteil. So, Info, Abstimmungsstream. Das ist das jetzige Video, ne? Was ich euch jetzt zeige. Das geht nämlich heute noch live. Das nächste Ding ist dann, dass wir am 19.03. ab 14 Uhr auf Twitch einen Stream machen, wo es um die Abstimmung geht, welches Spiel wir dann überhaupt streamen werden. Und zwar habe ich mir vorgestellt, wir machen da 2 oder 3 Kategorien. Ich schlage selber ein paar Sachen vor, die mit in einen Abstimmungspool mit reinkommen. Dann werdet ihr noch im Stream Sachen vorschlagen können. Die gucken wir uns dann gemeinsam an, wenn ich sie noch nicht kenne, um zu sagen, ja, okay, nehmen wir mit rein in den Pool, nehmen wir nicht mit rein. Ihr könnt dann im Stream abstimmen. Also generell über den Chat, ganz normal. Da haben wir eine Funktion zum Abstimmen, die ist kostenlos. Ihr müsst euch nur anmelden und nichts weiter. Was damit reinkommt in die Abstimmung so an sich. Und dann gibt es nochmal eine Abstimmung für Kanalpunkte. Also sprich für die treuen Zuschauer, die schon viele Kanalpunkte verdient haben, indem sie einfach nur zugeguckt haben oder auch an Kanalwetten teilgenommen haben und so weiter und so fort. Die wiederum können dann nochmal richtig rausballern, um da wirklich ihren Willen durchzusetzen. Was soll noch mit in die Abstimmung? Das heißt, wir haben da mehr oder weniger 3 Kategorien. Wie viele Spiele es dann insgesamt werden, weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal, maximal 6 verschiedene Spiele werden es. Und diese wiederum haue ich dann in eine Findmind-Abstimmung rein. Ich habe schon mal vor einer Weile eine Findmind-Abstimmung gemacht für den Start der neuen Staffel von Mount & Blade 2. Das lief eigentlich ganz gut, finde ich. Diese Abstimmung selbst als Link werde ich euch dann in den Community-Tab reinballern. Das wird wieder dunkel. Community-Tab, wo ist das? Da! Das ist es! Hier ist Community Tab, da informiere ich auch immer, wann ich streame, was ich streame, was los ist, irgendwelche Infos, wie zum Beispiel auch letztens war Kingdom Come Deliverance im Superangebot drin mit der kompletten Royal Edition für 10 Euro bei Humble Bumble zum Beispiel. So eine Sachen baller ich da immer wieder mal so ganz spontan rein, beziehungsweise zu den Streamtagen geplant rein. Hier würde ich dann diesen Link reinballern. Achtung, wird wieder hell. Und dieser Link gilt dann für 2 Wochen. Das heißt, am 1.4., nein, es ist kein April-Scherz, am 1.4. machen wir dann ab 12 Uhr auf Twitch den 12-Stunden-Stream. Also sprich, die Abstimmung geht dann mehr oder weniger bis 31.3. Das heißt, ihr habt fast 2 Wochen Zeit, euch zu entscheiden, was wollt ihr denn für 12 Stunden sehen. Beziehungsweise, wenn ihr nicht live dabei sein könnt, ist es nicht schlimm. Ihr wisst ja, ich packe das sowieso dann wieder als Folgen gerendert auch nochmal auf YouTube. Das hat jetzt 2 Bewandtnisse. Zum einen, Ende März wollen ja der Fenrir, der einzigartig, der Axan und ich dann schon längst fertig sein mit Sons of the Forest, sodass wir dann nicht mehr 2-mal in der Woche das Spiel streamen, wenn nicht sogar schon fertig sind, dass wir sagen, wir streamen es jetzt erstmal nicht mehr, bis dann größere Updates kommen. Das heißt, wir werden dann wieder das so machen können, dass ich dann wieder ganz normal Kingdom Come streamen kann und noch der 2. Slot, der dann hoffentlich dauerhaft bestehen bleiben kann, also Mittwoch und Freitag, der ist dann wieder mit dem Multiplayer. Also, dass wir dann wieder mit den anderen 2 Jungs dann wieder, also mit den anderen 3 Jungs eigentlich sollen sich dann wieder zusammen streamen können. Welches Spiel es dann wird, das entscheiden wir dann für uns. So, das sind die Infos, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat es gefallen und vor allem, ich hoffe, ihr seid zahlreich am 19.03. ab. Moment, wir haben was. 14 Uhr da. Also, ciao.